Und da sind wir auch schon wieder zurück mit Michael. Und ja, machen wir uns direkt weiter auf dem Weg hier. Ah, das ist der Raum. Da waren wir schon mal mit Karim. Und mit den anderen kann ich mich gar nicht dran erinnern. Egal. Ey, häng da nicht so fest hier. Ich wage mal einen Blick auf die Karte. Ja. Anscheinend ist das da hinten kein Durchgang. Also bleibt uns nur der Weg nach unten. In die Dunkelheit. Dann gehen wir da auch hin. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Finalschlag, bevor der nochmal aufsteht. Zack. Was auch immer das war. Und wir gehen mal kurz hier hoch. Oh, nicht wieder so ein. Was haben wir denn hier Feines? Auf einem hüfthohen Sockel liegt ein Goldamulett. Michael hat ein Goldamulett gefunden. Was bringt uns das denn? Prüfen. Dies scheint eine runde Glaslinse zu sein, die am Rand mit Juwelen besetzt ist. An einer Seite befindet sich eine Halterung, die darauf schließen lässt, dass diese Linse einmal irgendwo befestigt war. Ah. Und an dem laufe ich mal gekonnt vorbei. Und an dem auch. Was haben wir denn hier Feines? Du sollst nicht nachladen, du sollst gucken, was da ist. Hilfe! Die bringen uns eiskalt um. Moment, ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kriegen wir das Turm of Darkness. Verdammte Kacke! Und euch. Geht doch einfach alle sterben, bitte. So. Ugh. Du Scheiße! Ach du Schande! Hilfe! 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 Egal, wo wir jetzt gerade sind. Wie unfair ist das eigentlich? Dip, 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 wir sind gestorben, weil wir Angst hatten. Das ist so demütigend. Das Leben von Michael verging in den Fängen der Eternal Darkness. Da niemand nun ihre diabolischen Pläne vereiteln wird, ist die Menschheit mal wieder dem Untergang geweiht. Zum Glück habe ich kurz... Ja, nein, ich hatte eigentlich gespeichert. Vor Anfang der Folge. Das heißt, wir sind da, wo wir eben waren. Ja. Titelbildschirm. Sehr schön. So. Ja, laden. Zugriff erfolgt. So. Die Finsternis noch. Sehen wir das auch mal. Haha. So. Und dann laufen wir dann nochmal lang. Und ich möchte das Tome of Darkness haben. Das geht gerade überhaupt nicht klar hier. Ich würde sagen, wir gehen... Ey, erstmal geradeaus. Und gucken mal, was hier so auf uns wartet. Erstmal den Trapper und so ein Ding hier. Noch so ein Ding. Hier ein Weg nach oben. Oh, du heiliges Ruhm. Los, lad nach, schnell. So, und so. Und da nochmal. Da. Bam, bam. Oha, wie schnell die Munition leer geht. So. Vielleicht sollte ich mal den Modus wieder wechseln. Modus. Nee, aber nicht darauf. Genau, auf eine Kugel nur. So, was haben wir hier? Ein eigenartiger Stab liegt auf einem Podium. Michael hat einen lädierten Stab gefunden. Juhu. So, ich hätte aber viel lieber eigentlich was anderes. Nämlich das Tome of Darkness, damit wir Heilzauber machen können. Und magische Summe und alles. Aber in meiner Erinnerung kriegen wir das hier sehr spät. Ja, und das macht die Sache um einiges schwerer. So, wie du lebst noch. Hä? Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Vor allem, warum schießt der... Egal. Ich hatte mich erschrocken, ja. Hatte ich.
Aber es war lustig. So. Warte. Michael, du bist nervlich am Ende. Was haben wir denn hier? Dies scheint ein maßstabgetreutes Modell der Umgebung zu sein. Es ist aus Ton gebrannt und wirkt zerbrechlich. Einige der Gebäude sind mit einer reflektierenden Glasur überzogen. Aha. So, jetzt haben wir aber leider nicht mehr dieses, die Linse, die wir eben gesehen hatten. Deswegen können wir hier eigentlich nicht sehr viel machen. So. Vor dem Modell befindet sich eine Vertiefung im Boden. Vielleicht kann dort etwas eingesetzt werden. Zum Beispiel unser... Hey. Zum Beispiel unser... Können wir nicht benutzen. Gut, dann fehlt uns da wohl noch was. Moment, ich guck nochmal auf die Karte. Wie viel Leben haben wir denn noch? Toll. Vor allem, der heilt sich ja auch nicht mal irgendwie selber irgendwo. Das ist total mies. So. Wir brauchen irgendwas zum Heilen. Wieso lebst du noch? Wieso lebst du? Und wieso stehst du so schnell wieder auf? Ach, geht doch alle sterben. Aber nicht du, Michael. Ich sehe schon, komm, wir werden wieder sterben. So, da oben waren wir auch schon. Leg dich mal hin. Bedeutet, wir gehen uns... Nee, den Eingang laufe ich bestimmt nicht nochmal ohne Tome of Darkness lang. Das war ja... Zum Kotzen war das. Michael, wenn du halb tot bist, bist du total langsam. Kannst du noch nicht mal ein bisschen schneller laufen? So, wir nehmen uns jetzt das. Drücken kurz Start. Probieren das zu mixen. Und hauen wieder ab. Ciao! So. Und laufen wir den ganzen... Okay, was heißt laufen? Wir humpeln, kriechen und... So. Aber wir schießen uns den Weg frei. Hallo? Geht mal weg hier. So. War das hier schon? Nee. War das nächste... War erst an der nächsten Leiter. Immer weiter durch den Gang. So, und ich hoffe, dann können wir schon irgendwas dort machen. Und erhalten dann das Tomb of Darkness, weil ansonsten sind wir so gut wie tot. Also sind wir so oder so. Egal, so. Wir können das ja vorher nochmal überprüfen. Ein langer Stab aus Hartholz. Seine lackierte Oberfläche, die vor langer Zeit mal sauber und glänzend war, ist nun verbeult und zerkratzt. An seiner Spitze befindet sich ein Goldamulett mit einer Linse. Und, ja. Ey. So, benutzen. Und jetzt können wir den Stab noch bewegen. Und wir verkokeln da gerade irgendwas. Juhu! Zack, und da geht was auf. Ah, die Steuerung, die ist gerade mega klobig, das glaubt ihr gar nicht. So. Da müssen wir auch noch auf den zweiten Sockel irgendwie zielen. Michael! Bist du denn total übergeschnappt hier? Ich glaube, ich werd bekloppt hier. Ja, das klappt ja schon mal super. Ja, noch ein bisschen und jetzt noch... Nein, was machst du denn? Oh, toll, dass genau dieses Gebäude im Weg. Ah, ich hatte es! Ja! So. Und tada! Da geht auch so eine Sockel auf, so ein Sockel auf. Und jetzt können wir auf diese Turmspitze. Und ha! Und wir treffen das. Und das öffnet einen Gang. So. Zack. Wie schön wir hier auch manche Sachen unterbrechen. So, wo war das jetzt? Ja. Das war doch hier hinter, oder? Mal gucken. Ja, und bitte. Tomb of Darkness. Ansonsten. Ja. Dankeschön. So. Und hier sind auch schon...
Alle Statuen, alle Plätze sind belegt. Edward Rivers. Der Arme. So. Eingebettet und den Text kennen wir. Ja, mitnehmen. Und jetzt pumpen wir uns erstmal mit Zaubern voll. Magische Summe hast du nicht gesehen. Also ja. Ne, Moment. Magische Summe war oben, oder? Boah, guck mal. Schon fast gar keine Magie mehr übrig. Aber erstmal hier. Oh, bisschen heilen. In der Zeit gucke ich mal, was da unten ist. Es klingt gefährlich. Oh, ist es aber gar nicht. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Obwohl ich eigentlich... Schande, den habe ich gar nicht gesehen. Obwohl ich eigentlich lieber nochmal zurückgehen würde. Und... Oh. So. Einmal hier drauf. Einmal da drauf. Dann hier rüber. Und dann heilen wir uns einmal voll. Haha. Und der da hinten erwischt uns nicht, der Ogre. Denn wir sind schon wieder weg. So, den noch einmal, damit wir uns besser fühlen. So. Ja, und wie gesagt, eigentlich würde ich lieber nochmal zurück. Hinten den Gang erstmal lang gehen, aber... Sieht gerade so gut. Wir gehen hinten den Gang lang. Nee, das ist mein Ernst. Ich habe gerade gar keinen Bock gegen diesen Ogre und ich weiß auch gerade gar nicht, welches. Das hier ist bestimmt nicht der optionale Weg. Also gehen wir nochmal hinten lang. Und warum ist magische Summe schon wieder weg? Gut, dann machen wir jetzt Liste der Sprüche. Erholung. Fünfer grün. Weil das ist momentan das Wichtigste. So. Und wie das mal fast gar nichts gebracht hat. Wie viel Magie haben wir denn noch? Oh. Das sollte doch eigentlich für ein... Ich weiß aber gar nicht mehr, welcher Knopf das war. Schnellspruch. Okay, auf Y. Schild. So. Jetzt fühle ich mich doch um einiges wohler. So, jetzt können wir auch wieder schnell laufen. Perfekt. Haha. Hahaha. Verdammt, wir haben immer den gleichen getroffen. Nein. So, ein Minütchen haben wir noch. Da kommen wir bestimmt noch ein bisschen weiter. So, die lasse ich mal gekonnt außen vor, weil das sind Arschgeigen. Alle beide. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Machen. Oh, verdammt. Es ist immer doof, wenn man keine Munition hat. Aber hier ist irgendwas. Ich hoffe, wir konnten jetzt die Waffe laden. Natürlich nicht. Wie lange brauchst du denn, um eine Waffe zu laden? So. Finalschlag. Hier, zack. Finalschlag. Zack. So, jetzt gucken wir mal, was da hinten war. Anscheinend gar nichts. Die Geräusche, die sind ja eklig. So. Dann gehen wir eben weiter. Hier hoch einmal. Hier sind wir eben am Anfang der Folge verreckt. Falls das noch diese Folge war. Ich habe gerade irgendwie gar kein Zeitgefühl mehr. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Machen einmal kurz den hier. Damit unser Verstand nicht zu sehr leidet. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Okay, dann gehen wir hier runter. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Ich halte ja immer noch Ausschau nach dem letzten Zauber. So, aber hier beende ich erstmal den Part und versuche zu speichern.
Nein, es geht nicht. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit Michael. Also, ciao.